Wieso hat Chica kein Herzen über den Kopf? Und irgendwie, was soll ich denn machen? Ja, du bist da am Flennen. Ich kann nicht mehr als, Jetzt hab ich... Du scheiß Arsch, Impi! Weil du dich da hinten eingekesselt hast. Muss ich dafür jetzt blechen oder wie? Scheiß Kerl. Ey, was soll das denn für eine Scheiße sein? Davon kann ich doch jetzt nichts. Das ist jetzt doof. Super. Der MP verloren. Ey, dafür kann ich ja jetzt wohl nichts. MP, du Arsch. Irgendwie ist das alles hier gerade extrem buggy. Chica hat kein Herz mehr auf dem Kopf. Impi hat sich hier hinten eingekesselt, kam nicht mehr raus und ist deswegen abgehauen. Ist deswegen traurig gewesen. Die Blume steht noch hier, was mich wundert. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll jetzt, Leute. Ich habe keinen Plan. Die Pflanze will nicht auswachsen hier. Alles sehr merkwürdig. Sehr, sehr merkwürdig gerade hier alles. Muss ich jetzt aber nicht verstehen hier, oder? Na endlich! Check this out! Oh, gleich noch eins daher! Nice. Ja. Gartenplatzausbau. Mehr als nur ein Feld bekommen, ey. Leute, schaut euch das an. Er hat es jetzt so groß wie möglich gemacht. Okay. Das ist natürlich hardcore. Da haben wir ja wieder ein bisschen was zu tun hier. Das ist jetzt wirklich die allergrößte Größe gewesen hier, oder was? Das ist die längste Größe. Das ist natürlich... Ja, ist jetzt nicht so wesentlich viel. Ne? Ansonsten müssen wir wirklich alles nochmal abreißen und nochmal komplett von vorne anfangen. Was ist das denn? Ein Biber! Müssen wir das echt machen? Alles abreißen und nochmal komplett von vorne anfangen, ey.
natürlich jetzt nicht die Piñatas weggeben, aber ich meine die ganzen Behausungen, die ganzen Wege, einfach alles. Alles nochmal, das alles noch hier in Rasen verwandeln. Aber ich muss mir ganz ehrlich sagen, als ich das so am Anfang gemacht hatte, hatte ich Newtgard hier drinne. Hatte ich auch Newtgard Donut hatte ich hier drinne. Und jetzt habe ich irgendwie, ja, keins von beiden. Es sieht aber nicht gerade wirklich viel aus, Leute, ey. Ach du Scheiße, das ist ja ein bisschen größer. Vielleicht kommt mir das auch nur so vor. Gut, wir können es ja eigentlich erstmal so lassen und dann die ganzen Behausungen drumherum bauen. Also gefällt mir es eigentlich ganz gut, wie das hier aufgeteilt ist, so mit diesem Teich hier. Der kann sich natürlich jetzt hier in diese Richtung ein bisschen weiter schlängeln. Ganz klare Sache. Ihr habt mir an mich geglaubt, aber das ist mir egal. Ja, und auch wenn ich nichts taug, hattet ihr selber die Wahl. Alles gut oder was? Wie geht's? Was ist los? Strahlsund, Web, die Reinkarnation, krasse Überraschung. Zwei Sparrowmines. Gut, wir machen jetzt nochmal die zwei Sparrowmines. Geben wir jetzt noch einen Auftrag. Dann machen wir jetzt noch fertig. Oh, was denn? Ja, super, ey. MP ist abgehauen, ey. Die Flasche. Früher waren wir doch mehr cool oder was? Diesen Stress der an Rostock, locker gewonnen aus Block. Aber das sind alte Zeiten, lass dich drüber reden. Ihr habt nie an mich geglaubt, hoffentlich, dass ich dir vergebe. Nie an mich geglaubt. Schöner Monkey, ich werd irre. Dahin kann ich entscheiden, wie man noch vertrauen kann. Ja, mir geht's gut, spar dir dein Geheuchel und geh. Mit jedem Schritt, den du machst, schließt du mir den Weg. Nie an mich geglaubt, wenn es klappt, kommt ja an. Bis dahin kann ich entscheiden, wie man noch vertrauen kann. Leute, ich dachte, ich muss drauf tippen, damit er rauskommt. Und da runterkommt. So, oh, Chipmonkey, machen wir jetzt diesen Affen. Wo ist der Affe? Innerlich will ich doch einfach nur befreit sein, scheint so. Aber innerlich bist du Psycho, scheintot. Aber äußerlich bist du heilfroh. Genug Leute, die mir in den Arsch gekrochen sind. Die meisten sind gegangen, weil sie innerlich gebrochen sind. Wir sind blind und der Weg ist das Ziel. Hast du mir den Affen nicht gesagt, doch du versprachst zu viel. Alles zu viel, heute steh ich fast allein. Das ist Affe. One Man Action, Alcatraz setzen. Ihr habt mir an mich geglaubt, ich war euch. Moin, Digga. Acht Erdnüsse gegessen. Ich kann nicht widerstehen. Das ist satt. Das gefällt mir sehr gut. Da haben wir jetzt ein Sparrowmind. Ein Sparrowmind fliegt hier los. Jetzt ist der eine Sparrowmind echt hier reingeflogen. Das gibt's doch nicht. Der guckt, Alter. Voll gestört. Endlich!
So, wollen wir einen neuen Squizzle? Der MP ist ja abgehauen. Gut, mein Freund, dann bist du ab sofort MP. Das gibt's halt, der ist MP einfach abgehauen, diese miese Drecksau. Kann ich noch nichts dafür, wenn er sich da einklemmt. So. Was auch schon die Hasen ist oder was? Weisler, hast du was alle gefressen? Wie viel muss er noch? Weisler, komm, den letzten noch. Scheiß Kerl. Gut. Ja, da haben wir. Ich werde gleich noch den zweiten Zaun drumherum basteln, ganz ehrlich. Gut, dann haben wir bei der nächsten Aufnahmesession ein bisschen was zu tun. Ist auch mal ganz nett. Ach, nein. Zu den Objekten. Ach Leute, das macht doch echt so keinen Sinn. Och, das kann doch jetzt nicht dein Ernst sein. Das ist nervtötend wie die Pest. Das macht keinen Spaß. Nee, das ist voll unlustig. Verdammte Hacke hier. Hier, Vorsicht, sonst kann er deswegen auch nicht aufbauen. Boah, das hier sind 30 Meter zu kurz. Da muss schon Sonnensystemplatz zwischen haben. Ey, wenn du jetzt da reingehst, ne? Gut. Ah, es ist ein bisschen nervtötend, ey, ganz ehrlich. So, wieder solche Ninja-Fähigkeiten hier. Ich habe haufenweise Ninjas hier bei mir drin. Was ich nochmal gucken wollte. Und das ist wirklich die letzte Aufgabe jetzt. Ja, ihr wusstet es doch. Jetzt doch zu. Gut, die hat nichts Neues. Okay, Leute. Ja, das war doch eigentlich extrem guter Tag, würde ich sagen. Eine extrem gute Aufnahmesession. Damit bedanke ich mich fürs Zusehen. Auch für die kleinen Lappalien. Scheiß MP. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Und wie immer, schreibt alles in die Kommentare. Wenn ihr Musik habt, die ich verwenden darf, in die Kommentare. Wenn ihr einen Namen haben wollt, bei den Pinatas in die Kommentare.